So, herzlich willkommen zu Geras Modellbau-Blog. Ich habe heute einen prominenten Gast, den Michael ist da von Crazy Crawler. Hallo, servus. Wir packen aus den DFL T10 Bronco SS Kit und mehr dazu gibt es nach dem Intro. So, willkommen zurück. Packen wir aus, du darfst auspacken. Oh, na komm, pack du aus. Soll ich auspacken? Ja. Okay. Das ist jetzt okay. Der TFL, der erste als Kit-Version. Ja, da haben wir praktisch die Anleitung ist drinnen. Ist die in Englisch wahrscheinlich, ne? Die ist in Englisch gehalten, in Englisch, ja. Genau, okay, das ist ausreichend. So, schauen wir mal rein. Wie die Anleitung ist. Da war ein Schnitt. So. Genau. Gut bebildert. Gut bebildert die Anleitung. Also für jeden, glaube ich, verständlich. Ja? Den Rahmen muss man da zusammenbauen, ne? Für sie geht da, der Rahmen, der ist, das weiß ich, der ist komplett Edelstahl geschweißt. Das ist Edelstahl, ein, okay, genau, ja. Ein kompletter Rahmen. Motorkomponenten. Interieur und die. Was im Prinzip ist praktisch ein Kit, du brauchst einen Motor, Regler und Empfänger im Prinzip. Genau, ja. Einmal die gesamte Elektronik, okay. Ansonsten fährt er. Okay. No. Und basiert auf der Frontmotor-Variante, okay, mit dem cool. Vorteil, dass ich das niedrige Verteilergetriebe habe. Und das ist schon von Haus aus sehr viel Gewicht vorne und ja, Spaß der Blei und sonstiges Ding, ja? Genau. Und das ist scaling, weil du kannst ja, glaube ich, kannst die Motor sogar öffnen, oder? Du könntest die sehen, oder? Nee. Das aufschneiden, nicht? Ja, könnte man schon auflexen. Ja, umbauen. So wie genau. Rave. Ja, klar. Rave hat ja zum Beispiel die Motor aufschneiden können, hast du auf Schnell reingemacht. Und, genau, und hast es praktisch dann. Genau. Ja. Was der halt sehr schön hat, ist hinten noch einmal Reserverad extra mit dazu. Ja. Wenn wir uns dann anschauen. Okay, super. Und hier ist dann nochmal die gesamte Teileliste. Ja. Perfekt. Also in üblicher TFL-Qualität, muss man mal sagen. Dickhaltbogen ist auch dabei. Und da ist noch ein Prospekt, oder ist das? Oder? Das ist ein wenig Werbung. Okay. Na, das sind die Teile, die es noch gibt wahrscheinlich. Oder? Genau, ist nur einfach über ein bisschen im Sortiment von TFL, genau. Was die noch haben. Prospekt mit den Tuning-Teilen. Die es dann noch zu kaufen gibt, wenn man möchte, oder Ersatzteile. Ja. Ja, cool. Kannst du wieder einpacken, wenn du willst. Dann kommen wir da schon mal die Reifen. Okay. Schön gewichtig. So. Ist ja fertig montiert, die Reifen, hm? Die sind fertig montiert, ja. Wow. Die sind 1,9er Reifen, oder? 1,9er Reifen. Und mit, groß 120? 108, 117, glaube ich. Können okay. wir mal schnell nachmessen, wenn es die üblichen Reifen sind, die sie haben. Die müssten 117 haben. Nee. 117, ja. 117. Ja. Hier passt auf jeden Fall ins Reglement. Genau, und also muss man auch sagen, für einen Standardreifen, der also aus dem chinesischen Modell kommt, von der Qualität her wirklich ganz gut. Die beweisen immer, wenn die ein Grip haben, wir sind mit dem Reifen schon Spielern gefahren. Ja, also die Gummimischung ist, ich habe schon viele China-Reifen in der Hand gehabt, die Gummimischung ist wirklich weich. Ja. Die dürften jetzt eigentlich noch so einen Film drauf haben, glaube ich, oder? Genau, das richtig, ist, da ist immer so ein wenig ein Film drauf, wenn man das erste Mal ein bisschen... Rutschig ein bisschen, sobald du gefahren bist, glaube ich, ein bisschen Asphalt, den Reifen dann, sind wir auch gefahren beim DF10 in Spielern damals. Genau, oder? Richtig, ja, den haben wir der drauf ist super gehabt. Gegangen, ja. Genau. Und die Reifen sind voller Aluminiumfelgen, ich mache mal kurz da einen Ring rein. Offset ist auch okay hinten. Und ja, alle, die TFL bei mir kaufen und nicht irgendwo... bei irgendeinem anderen, der ihn vielleicht doch noch anbieten sollte, die kriegen natürlich immer Laserforms gratis mit dazu. Das ist die sogenannte DFL. Crazy Crawler Edition, genau. Weil da drinnen da ist auch ein etwas einfacher Schaumstoff. Ziemlich ein Weicher. So. Ja. Ja.
Na, die sind auch Abdeckhülsen dabei. Praktisch für die Reifen. Cool. Schaut sicher cool aus. Ja, ja. Das kommt sehr edel rüber und ja. Nee. Wirkt dann auch schon klasse. Da Laserform rein, dann ist es sicher super Reifen zum Starten auf jeden Fall. Ja. Und du kannst ja jeder belieben. Wir haben ja gerade geredet, du hast ja die Pitbull-Crawler, ja. Hast ja genug da momentan. Logisch. Ja, und was mir bei dem Modell einfach auch außerordentlich gut gefällt, das kann man schon sehen, einfach von der technischen Skizze her, ja. Da kann man jetzt mit den Reifen halt auch mal wirklich aufrüsten. Also ich kann ja. Hier auch mal einen größeren Reifen, bis ein 120er, ein Superswapper, ja. Oder also genau was geht. Cool. Ja, muss man aber bloß gucken, dass die schön auf die Felgen passen. Ja. Aber... Na, cooles Ding. Ja, geh her. Packen wir die mal weg, einfach. Einmal zur Seite. Genau. So, jetzt wird's interessant. Oh, da ist schon. Okay, wow. Dann machen wir schon mal alles raus einmal. Ja, genau, wir wollen mal alles raus. Oh, edel. Also Ersatzreif ist auch komplett dabei. Ja, natürlich. Hey, cool. Das ist ja das Besondere. Vollwertiger Ersatzreifen dabei. An dem Modell. Mit der gleichen Alufelge, so habe ich das noch nicht gesehen. Also ja. Wirklich mit Padlock dabei, echt der Hammer. Mit dem Montagerahmen, echt top. So. Darf ich meine Box runterstellen? Draußen. Ja. Bei der Schachtel bin ich vorsichtig, sonst schmeiße ich das einfach nur weg. Fangen wir mit dem Käfig an, oder? Oder fangen wir mit den Schmuckstücken an? Fangen wir mit den Schmuckstücken an. Ja, genau, Schmuckstücke, weil die schauen wirklich edel aus. Die DFL-Achsen. Die werden da schon, das kann man mal rausnehmen. Aber wie schön edel die geliefert werden. Das ist schon richtige Schmuckstücke. Okay, auch CVDs drin, dann kannst du da vorne die Kamera halten, wenn du willst. CVDs. High-Clearance-Knuckles drauf, alles voll Aluminium, wirklich edel also gearbeitet. Also die übliche Qualität, wie sie gefräst sind und wie bei TFL üblich, hier und hier darf man noch eine Madenschraube reinsetzen. Okay. Das gehört mittlerweile okay. Weg zum Standard. Okay. Aber ansonsten optimal verschraubt, innen drinnen auch. Ich schraube mal eins auf, damit wir mal reinblicken können, ja, wie es da ja. Aussieht. Ja, in der Zeit kannst du noch ein wenig was vorstellen. Ist das ein größerer oder ein kleiner? Da haben wir einen kleinen. Okay. Na, Roman, eins kleiner. Den. Der Roman gibt es mal einen kleinen. So. So, danke. Dann schraube ich mal ein bisschen. Ja, da ist dann noch die zweite Achse drinnen, das ist die hintere Achse. Wie sind die Schrauben? Sollte man die alle aufmachen und sichern? Oder? Ja, also ich bin dazu übergegangen, alle Schrauben zu öffnen, alle Schrauben zu sichern mit einem roten Loctite. Das reicht vollkommen aus. Ja. Da hat einfach man... Hat man die rote ist der leichte, oder? Der mittlere ist in etwa. Der da hat blaue, man die, genau, also nicht den blauen, nicht den blauen, rot. Reicht. Und da hat man einfach die Gewissheit, dass wirklich keine Schraube... Auf Abwägen geht, weil mal die Belastung im Gelände, die kennen wir alle. Das ist praktisch die hintere Achse. Ist wirklich sauber verarbeitet. Das Differential-Case macht auch wirklich was her. Entschuldigung. Ja. Und wirklich fein sauber. Korb unten ist abgerundet, dass du so leicht hängen bleibst. Wo. Also wenn ich jetzt vom Gefühl her, wenn ich das drehe, ist da schon massiv Fett drinnen auch, oder? Ja, die sind... Gut geschmiert, ja? Genau, die sind von Haus aus, sind die eigentlich schon anständig gefettet, da muss man gar nicht mehr was machen. Beim Fett weißt du ganz genau, da scheiden sich die Geister, da gibt es die unterschiedlichsten Vorlieben und da soll jeder seine Vorliebe ausleben. Genau. Ich stehe auf 3-Fluid, das weiß ja jeder schon. Ja. Ich habe nichts anderes drinnen, alle meine... So, jetzt können wir da mal reinschauen, so schaut es aus. Das ist von vornherein. So mit drinne. Ja. Und was jetzt auch bei den ganz neuen TFL-Achsen ist, das haben die jetzt seit kurzem standardmäßig, das ist ein Kegelzahnrad, das schon Wölbung hat. Okay. Im Vergleich zu den alten, die waren noch geradlinig. Ja. Die neuen, die haben jetzt hier ein, ich weiß gar nicht, wie der Fachausdruck heißt, ja, eine leichte Wölbung und
ist halt auch ein Zeichen dafür, dass bei TFL, also ich kenne ja den Inhaber persönlich, ja, die fräsen ja selber, der hat seine Fräsmaschine in der Werkstatt, der kauft nur bestimmte Teile zu. Ja. Und das ist echt eine kleine Manufaktur und die entwickeln sich das halt sieht auch so aus, ja. Die entwickeln sich kontinuierlich weiter und auch die Teile, die sie zukaufen, die werden auch peu à peu besser. Ja. Okay. Auf dem ohnehin schon extrem hohen Level. Ja. Das ist halt für viele immer die Frage, ist es wirklich so, wie man es jetzt hier auch im Video sieht oder ähnliches? Manche wollen es live sehen. Live kann man es in Kürze sehen. Ja, genau, ab 8. April kann man im Allgäu, in Boron, in Wertach, kann man 4 TFL. Da gibt es einen Freizeitpark und die haben wir wirklich an kleine Scale-Strecke oder kleine mittlere Scale-Strecke. Ja, mittlere Scale-Strecke. Genau. Und man kann hingehen und kann 5 Euro für die. Viertelstunde ist jetzt geplant, 5 Euro, da will ich mich nicht festlegen, weil das. Ja, das sieht man daneben. Genau. Ich blende dann einen Link ein zur Webseite von dem Freizeitpark. Also, wenn Sie mal die DFL-Probe fahren wollen, einfach dort hingehen. Genau. Die haben den DFL genommen, weil sie wirklich mal was Hochwertiges und Robustes brauchen. Auch. Genau, das sind halt spezielle Anforderungen, die dann so ein Freizeitpark hat. Ja. Und haben die gesagt, nee, hatten vorher eine andere Marke, die hat dann nur ein paar Stunden gehalten. Ja. Und da haben wir uns auf der Spielwarenmesse getroffen und da haben wir das ganze Konzept besprochen. Und es ist jetzt speziell für deren Anforderungen gebaut. Super. Und TFL halt, weil es stabil ist. Ja. Und ja. Jetzt freue ich mich natürlich. Den DFC damals durch Spielern geschaut, dann haben wir nichts geschenkt und das hat nichts gemacht. Und also das hat Eindruck gewirkt und die haben auf ihrer Promotion-Seite für den Park haben die sogar ein Foto von den Spielern genommen. Das habe ich gelacht, ja. Also wie gesagt, super gefettet, von vornherein mit drinne, kann man überhaupt nichts sagen. Ja, wirklich schon. Das ist, da können sich andere eine Scheibe abschneiden, die bloß die Fetttube gesehen haben. Ja. So, dann schrauben wir es wieder zusammen. Weil derjenige, der den dann mal bekommt, der darf dann selber lockpfeifen. Genau. Ja, immer schön gegenüberstauben, das ist auch wichtig. Aber das, genau, das ist dann, kennt ihr meistens schon. Ist das der Bannhard? Das ist die Lenkansteuerung vom Servo. Oh, schaut edel aus, muss ich euch zeigen. Ein Panhard hat er nicht, weil der ist Vierlink aufgebaut. Okay, und hat den Lenkserver auf dem. Auf dem Lenkserver hat er. Auf der Achse, oder? Rahmen? Im Rahmen. Okay. Ja, das ist Frontmotorversion, hat im Rahmen. Okay. Mal kurz rübergreifen. Man kennt das, das gibt es von RC4 wieder, gibt es auch so mit der Dämpferoptik, dass es ausschaut, wie man es kennt von den 1.1ern. Ja. Dass es praktisch die Anlenkung ausschaut, wie wenn es ein Dämpfer wäre. Ja? Ja. Und das ist wirklich schön gelöst. Und da gibt es auch, wenn Sie es auch hier mit beigepackt haben, gibt es auch im Zusatzschraubensatz gibt's auch nochmal eine kleine Abstandshülse, dass man das ein bisschen auch hinjustieren kann. Okay, sehr gut. Die Schrauben sind dabei alle, da ist noch ein Kugellager drinnen. Auf die Achsen, die ganzen Schrauben sind drinnen. Ja. Lenkung. Die Lenkstange, auch komplett aus Metall. Ist das Metall, ist es Alu oder ist es Titan? Das ist, da würde ich mal auf Edelstahl tippen. Ja, auch die Rotends, also die Kugelköpfe schauen wirklich hochwertig aus, also nicht so Metall und wirklich kaum Spiel. Also ich habe jetzt schon etliche verbaut von denen und die, also jetzt hier für den Freizeitpark war ja gerade die 4 Stück zusammen und es ist, muss man sagen, schon vom Material her eine echte Freude. Also da ist jedes Teil immer wieder ein Tickchen besser, Stück für Stück optimiert. Wenn ich mir die anschaue, die wir in Spielern gefahren haben, den allerersten zu dem, was jetzt ist, das sind lauter kleine Detailoptimierungen, die einfach Laune machen. Ja. Und ich meine, der war vorher schon genial und jetzt ist er einfach vom Level her noch ein bisschen besser. Genau, so. Und im Endeffekt günstiger, wie man kauft sich irgendein Stockfahrzeug und kauft den ganzen, Tuning-Teile in Rot, Grün, Pink, Gelb rein und das Auto geht nachher schlechter wie vorher. Habe ich schon Fehler gehabt und Fehler gesehen, live, persönlich, wo einfach das Auto komplett vertuned ist worden und im Prinzip mehr kostet wie der DFL. Ja? Und das Ganze ist aufeinander abgestimmt. Und ja, das muss man bei dem Modell, muss man das wirklich sagen, also in Verbindung mit dem Edelstahlrahmen, den wir dann noch genauer angucken möchten, allem drum und dran, wenn man sich diese Komponenten einzeln kauft oder sieht, was in der Szene teilweise dann zusammengebaut wird, da landet es da schnell bei 1.000 Euro. Ja. Ja. So. 1.000 Euro bis gleich, das ist kein Thema. Was machen wir als nächstes? Dämpfer, ich packe mal die Links aus. Ja. Links ist kein Geheimnis. So. Das sind
die TFL-Links mit der jeweiligen Länge. Schön bündig, also auch hochwertig bearbeitet. Und die haben wir, gibt es genau zwei Längen. Das sind die 88er und die 80er für vorne und für hinten. Ich meine für oben und unten. Ich habe jetzt hier die Dämpfer ausgepackt. Sind komplett aus Aluminium die Dämpfer mit Verschnellring oben. Sind jetzt glaube ich noch nicht gefüllt, oder? Nein, die sind nicht gefüllt. Ist da Öl dabei? Weißt du das? Nee, Öl ist nicht dabei. Okay, aber das kann man, das hat man ja als Modellbauer zu Hause. Genau. Es gibt auch viele Leute, die ohne Öl fahren. Ich persönlich fahre mit dickem Öl. Wer will das haben, dass es langsam... Welches Öl nimmst du da? Welche Stärke? 800er. Ein 800er, okay. Das ist schon ziemlich heavy. Ich habe auch sogar 10.000er, da haben wir auch schon probiert. Okay. Aber es kommt dann raus wie aus der Heißklebepistole. Also, haben wir auch schon probiert. Aber ich will, dass mein Auto langsam federt. Beim Scale-Grill. Ich will kein schnelles, wenn es jetzt irgendwo einen Stein rüberfällt und der federt schnell ein, dann kippt er viel schneller um. Ja, ich habe CS Öl drin, wenn ich mein Auto, meinen Dämpfer zusammendrücke, dann weggehe, dann geht er so langsam raus. Ja, cool. Ja. Und Dichtlippe ist drauf auch. Okay, zwei große Löcher, also kann man sich... Zeig mal. Ja. Gucken. Jetzt geht die Lippe. Ja, zeig mal rein. Schauen wir, ob du das drauf kriegst. Ja, sind wirklich zwei große Löcher, ist wirklich stabil verbaut, der Dämpfer. Die Federn kann man, da passen in alle anderen Federn auch drauf, die kann man beliebig anpassen. Kann man beliebig anpassen, die Federn auch. So, aber die Federn sind wirklich top aus. Ah, ich habe einen Kunden, der bestellt nur die Federn. Ja. Ja, der hat gesagt, ich finde die klasse. Das macht und so. Ja, dann gehen wir da rein. Die Links haben wir schon. Wo haben wir die Antriebswellensäge da liegen bei dir? Ja. Aber bevor wir einen Antrieb, müssen wir erstmal den Antrieb auspacken. Ne? Okay, das ist das Getriebe. Das nächste Schmuckstück. Okay. Oh, da ist das ein Motorblock. Okay, cool. Schon fein, feines Ding. Das ist praktisch das Frontmotorgetriebe, wo der Frontmotor drauf kommt. Ein Verteilergetriebe, da oben ist ein Steelring oder entsprechendes Kunststoff. Mein Gesicht ein bisschen weg, sonst stelle ich mir auf mein Gesicht schon. Geht schon. Es gibt dann eher einen Blogbeitrag, wo man das Ganze schön fotografieren möchte, das wirklich in Ruhe anschauen könnt. Das ist eine Slipperkupplung verbaut auch. Ich habe praktisch, der Motor kommt hier vorne rein, der Motor. Da hinten könnt ihr die Welle raus, zum Verteilergetriebe raus und na, ist echt sauber. Hat ein schönes Gewicht. Ja, schönes Gewicht. Ne? Das ist die Antriebszahnrad. Okay, cool. So, die Motorabdeckung. Die 10, jetzt steht's halt drauf. 13, genau, weil immer alle fragen, wie viel hat er denn? Also das sind 13. Ja. Das müssen wir uns mal merken, aber jetzt haben wir es ja. So. Ja. Und hier zähle ich auch mal. Ich zähle mal. Zähl mal, ja. 13. Hast du einen Bleier irgendwo da, dass wir kurz eine Markierung machen, weil sonst ja. Weg vom Fenster. Kurz. Dann nimmst du die Spitze. Ja, perfekt. Da haben wir das Verteilergetriebe, auch sauber verarbeitet, gut geschmiert. Das merkt man schon beim Drehen, ob er Fett drinnen ist. Es fällt ein bisschen verzögert. Ich gehe gerade fleißig zählen. 1, 2, 3. Ich bin schon leise. Ja, es schaut schon wirklich edel aus, wenn man das angreift. Sehr hochwertig, keine Gerade,
Also sonstigen ist es, man kennt es für manche Fahrzeuge aus dem Fernen Osten. Wirklich sauber. Ich finde, das schaut sicher cool aus mit der Motortrappe vorne drauf. Da sind die Montageteile dabei für den Motor. Ist alles gut verpackt und auch entsprechend beschrieben mit den Nummern für die Bauanleitung. So, schätz mal. 48. Nein. 38. 56. 56. 13 zu 56. 13 zu 56 ist die Übersetzung. Cool. Und bei 13 zu 56 habe ich jetzt für den Freizeitpark war die Frage, wie schnell fahren die, was kann man machen. Habe jetzt einen Tekin, einen T45 eingebaut. Ja. Der ist eine optimale Motorisierung, weil bei dem Verhältnis hat er auch ganz gut Geschwindigkeit für Scale-Wanderungen. Genau. Also man muss nicht unbedingt zwingend einen 35-Turner nehmen. Okay. Der wäre dann fast ein wenig zu schnell. Ja. Ein 55er... Vor allem fahren dort auch unerfahrene Leute. Ja, dem her genau. Aber auch so, wenn man den jetzt aufbaut und man sagt, Mensch, den nehme ich jetzt als... Der 45er, als, ich habe einen 40er drinnen zum Beispiel bei mir, ist ein guter... Also, unter Mittelweg. Genau, also 45 ist ja die etwas preiswertere Version, die schon extrem viel Drehmoment und Feinfühligkeit bietet. Ja. Und für den, der sagt, okay, ich will einfach nochmal das Optimum rausholen, ist der 40er momentan für mich der Motor schlechthin. Ja. Ja. Und für diejenigen, die jetzt zum Beispiel 2S haben und ein wenig einen Push brauchen, die nehmen einen 30er, weil der ist nach wie vor auch noch so extrem feinfühlig. Das stimmt, das habe ich auch verbaut. Das ist eine tolle Sache. Ja. Und da muss man halt sehen, vom Verhältnis her, ist der von der Motorisierung her, denke ich, auf jeden Fall so, dass man ihn auch ganz, ganz feinfühlig fahren kann. Wobei ausschlaggebend ist natürlich immer die Qualität des Reglers. Das ist klar. Regler ist ein anderer. Also, die Komponenten, Regler mit Motor zusammen, das muss einfach stimmig sein. Ja. Ja, und wenn ich da einmal was Ordentliches verbaue, dann habe ich auch eine Freude an dem Ganzen. Genau. Castle Sidewinder 3 oder so, oder Michael. Das ist eine coole Geschichte auch, ja. So, dann packen wir das wieder mit bei. Also auch, das ist mal so ein typischer Satz mit Schrauben. Die sind von der Qualität her, sind die anständig. Kann man schon sagen, das ist gut verbaut. Alles mit drinne und auch die kleinen Anbauteile und so weiter, alles hochwertig. Ja, wie ich schon gesagt habe, bis jetzt in der Hand gehabt habe, dann nirgendwo ein Grat gefunden oder irgendwas. Also sonst kennen wir sie oft, Realteile, die man so kauft oder so. Wenn die irgendwo... Ich würde sagen, mindere Qualität oder einfach irgendwie sein, dass die einfach in den Ecken das Finish fehlt oder dass das, wo die Teile zusammenkommen, gerade hast drauf und das ist da nirgends gegeben. Was mir da gefällt bei TFL zum Beispiel, ist das Motorritzel wird mit einer Madenschraube, mit einer 3mm Schraube gemacht. Okay, nicht mit so kleinen. Ne? Nein, nicht mit so einer kleinen, sondern ich sage mal Schraube für Erwachsene, da was drum geht. Ja. Wäre auch die einzige Schraube, die ich mit blauem Loctite machen würde, aber auch nur, weil mir schon mal welche abhanden gekommen sind. Okay. Packen wir wieder. Packen wir wieder ein. Ja. So. Die links hast du schon hergezeigt, die können wir auf die Seite wählen. So, haben wir dann den Antrieb. Ja. So, jetzt müssen wir den Antrieb, müssen wir natürlich noch, da braucht noch wenn, auf die Achsen bringen. Ja. Und da ist jetzt, hat TFL auch neu im Sortiment. Ja. Die ist bekannt, das ist die... Die kurze? Die kurze. Die ist bekannt und jetzt haben sie neue. Und da gibt es aber auch, habe ich auch schon gesehen, das ist jetzt, kann sein, dass die hier demnächst ausgetauscht wird. Ja. Auf eine schwarze. Auf eine schwarze. Ja. Jetzt können einige sagen, oh ja, guckt mal, die schaut doch aus wie die von Junfac. Genau, ja. Ist es aber nicht, weil die von der Wölbung hier ein bisschen anders ist und im Vergleich zu Junfac haben die hier gescheite, ordentliche Spannringe drauf, die nicht so leicht abgehen wie die Junfac und sich nicht drehen, dass da sich dann der Stift löst. Ja. Ist natürlich alles absolut hochwertig. Die hat also auch von vornherein ein schönes Gewicht, auch hier mit einer Schraube 3 mm. Und da muss ich sagen, die haben wirklich Stil. Habe ja gleich bei mir, als ich die gesehen habe, jetzt auf der Messe sofort geordert, gleich ins Sortiment aufgenommen. Ja. Die gibt es in 100, 140 und 120, 160. Also da sind die aktiv und ist eine
Ja, schönes Gewicht. Ist ein schönes Gewicht. Ja. Auch für Tuning. Ja. Das ist wirklich robust aus alles. Von mir liegen wir um 22 Euro, glaube ich, dann beim Einzelstück. Das geht. Alles geschmiert, alles geölt schon. Ja. Perfekt. Also das ist was mir bei TFL besonders gut gefällt. Ich kann eigentlich mit Loctite zusammenschrauben und loslegen. Ja. Also das abgesehen jetzt von, wie gesagt, Öl für die Federn. Ja, aber klar, das ist was. Klar, das ist was. Zu Hause, das kriegt man in jedem Modellbauladen. Genau. Das ist keine, ja. Und das keine ist dann Öle. Auch eher so, dass sie es nicht reinpacken, weil ich da natürlich mit Öl, darum sollte dann doch mal was nicht richtig passen. Nee, und so. Nee, macht ja eigentlich auch keiner. Ne? Hat der, ein normaler Modellbauer hat das auch zu Hause. Ja. Und gibt es dafür ein paar Euro in jedem Modellbauladen. Ja. So, jetzt bringen wir die Kraft noch auf die Ebene. So, oder mal. Oh, das ist geblät. Und das ist die klassische SCX-10 Breite vom Skidblade. Ja. Weil ich habe schon im Forum im Vorfeld, als ich den präsentiert habe, schon Anfragen gekriegt, passt der Rahmen auf ein bestehendes SCX-10-1 Chassis. Ja. Und das müssen wir dann mal ausprobieren. Ja. Schon mal schauen, ich will die SCX-10 dort. Mhm. Hoppla. Ja, auch hier noch Edel. Zubehör. Das ist jetzt. Schauen wir nochmal nach, wo das hinkommt. Schau. Hey, coole Schicke sind auch dabei. Ja, es ist. Edel. Das sieht man da nicht, ich mach da ein Foto. Ganz du machst von den ganzen Teilen dann nochmal Detailfotos? Ja, super, optimal. Da stellen wir einen Blogbeitrag rein und dann könnt ihr euch das im Detail dann anschauen. Die Anhängerkupplung. Die Anhängerkupplung. Okay, das Ding hat auch eine Anhängerkupplung. Das hat eine Anhängerkupplung. Also so. Für alle, die Teil kannst du auch einen Anhänger ranbauen praktisch. Für alle Crawler, die gerne was Nettes abschleppen, ein Abschlepphaken. Okay, cool. So, was haben wir hier noch? Das war da drin. Das war da drin. Genau. So. Dann Sitze. Jetzt haben wir Chassis fertig. Chassis haben wir fertig. Das ist genau, jawohl. Das ist auch so. Interieur. Das ist auch Interieur. Okay. Beziehungsweise das ist für Body. Okay. Und das ist jetzt das Besondere im Vergleich zu einem klassischen SCX-10 Frontmotor. Ja. Da habe ich ja die Carbon-Leiterrahmen. Ja. Ja. Die sind hier nicht mit dabei, sondern hier wird es direkt an den Edelstahl. Du meinst im Vergleich zum DF10, zum normalen praktisch. Im Vergleich zum normalen. Weil es SCX-10 ist. Ah, sorry. Ja. Ja. DF10, ja. TF10, genau, zum normalen. Ja. Der hatte den Rahmen, der Rahmenchassis. Ich habe ja einen da. Mensch, soll ich den holen? Ja, hol den. Ja, ich hol den. Ja. Der DF10 hat ja Rahmenchassis und bei dieser Version ist es ähnlich wie beim Wraith. Da werden die ganzen Teile einfach an dem Frame, an dem Tuber-Rahmen oder wie man das nennen möchte, einfach angeschraubt. Das ist jetzt praktisch der DF10. Ja. Und der hat ja jetzt eben hier den Carbon-Rahmen. Ne? Und im Prinzip all die Teile werden jetzt einfach direkt ans und das angeschraubt. Genau, richtig. Ja. Das ist die reguläre Mittelmotorversion, aber schon mit anderen Reifen. Das ist den ich jetzt zur Abnahme hatte im Freizeitpark. Ja. Das ist auch der Deck hinten drin, der 40-Tern. Ja. Castle Mambo Micro. Ja, genau, richtig. Aber da, dass man jetzt mal den Unterschied sieht zwischen dem Modell und dem anderen Modell. Das ist perfekt, Macht mal das schöne Stück raus. Das schaut schon wirklich, das ist ja fertig montiert im Prinzip. Ja. Mega. Guck. Mega Teil. Und da muss man sagen, diese Karosserie mit dem Leiterrahmen, das ist Fiberglas. Fiberglas ist das, ja. Die Karosserie mit dem Leiterrahmen, die gibt es ja auch extra. Also die nur, extra, nur okay. den Body. Ja. Und da muss man wissen, da kommt der Body mit dem Stahlrahmen dazu. Also wenn man das vom Preislichen hier auch sieht, wo einige gesagt haben,
Also momentan habe ich jetzt quasi nur den, den Body drinnen, noch ohne Beschlagsatz mit dazu. Es wird das noch dazu kommen, wenn wir wahrscheinlich so bei 230 in etwa landen. Aber es ist ein Edelstahlrahmen mit dabei. So, jeder, kauft der, das einmal, ne? Jeder, der einen Edelstahlrahmen extra mal gekauft hat, auch in der Qualität, der weiß, was er dafür hinlegen kann. Und deswegen muss man das schon ein bisschen differenzierter betrachten. Das schaut jetzt echt wesentlich genialer aus wie auf den Bildern. Ja. Also ja. Ja, und jetzt können wir auch die Frage lüften, jetzt drehen wir mal um. Ja. So, und jetzt nehmen wir mal unsere, die Leiterplatte, komm. Hier? Schauen wir mal die Leiterplatte. So, und jetzt können wir mal gucken. Für all die, das heißt, je nachdem wie ich gebaut habe, mein SCX-10, wenn ich unten flach bin vom Getriebe her, kann ich den draufsetzen. Oder wenn also ich dann... Ich habe jetzt einen SCX-10, dann wollen wir die Achsen kann ich verwenden, ich kann den Server verwenden. Alles genau, richtig. Ich muss eventuell umbauen auf ein anderes Motorkonzept. Frontmotor. Dass ich, Frontmotor, dass kannst, ich dementsprechend... Das kannst du aber auch extra kaufen, bei dir, wenn ich richtig rede, oder? Ja, aber unter, kostet 190 Euro. Das tut schon richtig weh. Gibt es da Alternativen jetzt für den Frontmotor? Also diejenigen, die jetzt bei mir sowas gekauft haben, die haben in der Regel das Mittelgetriebe gekauft und haben dann selber sich eine Frontbefestigung gebastelt, weil die ja meistens auch eventuell schon irgendwie einen vorne liegenden Akku haben oder sowas. Ja. Das muss man dann halt anpassen. Aber für all diejenigen, die sagen, ich habe das Chassis, ich möchte es verwenden, das passt hier so mit rein. Ja. Und sie müssen halt ihr Fahrzeug umbauen, weil... Das ist ja schon der Leiterrahmen. Ja, der Rahmen fällt weg beim Richtig, Auto genau. Der Rahmen, der fällt dann weg. Und vom Radstand ist der 313, 313. Oder? Okay. So, der Standard SCX-10. Ja. Ich zeig das mal da, den Rahmen her. Da habt ihr praktisch die Befestigungspunkte für das Skidplate. Halt mal nochmal in die Skidplate. Jetzt sind wir rein, jetzt kommen wir näher. Genau, da kommt das Skidplate rein. Hinten ist das Akkufach, nehme ich an, oder? Hinten ist der Akku, genau. Ja, okay. Und es ist auch ganz gut vom Konzept her, weil ich habe dementsprechend relativ, also von hinten wechseln, genau, richtig, relativ viel Gewicht vorne. Okay. Und alle, die sagen, oh, ich brauche das ganze Gewicht auf der Vorderachse, das sind diejenigen, die mir den Berg von vorne runterfallen. Dämpferaufnahmen auch. Auch cool gelöst. Ja. Ist gar nicht schwer eigentlich, oder? Ja, es ist halt Fiberglas und es ist halt auch schon, es ist ein Rohrrahmen, ne, ist dünn. Greifen wir mal da rein in die ganz kurz zweite Lage. Ja. Ich bin gespannt, was das Teil wiegt. Bring ich das da rauf? Wir haben 800 Gramm, das ist nicht wirklich viel. Nee. Wenn du aus dem Metallrahmen, kann man erinnern an meinen, was mein Blue Evil wiegt, ist es nicht viel mehr. Ich glaube, mein Blue Evil Rahmen alleine mit der Karosserie hat quasi gerade, glaube ich, 1,5 Kilo. Ja. Ja, gut, da muss man jetzt fairerweise sagen, das hast du vorhin noch zusammengelegt. Ja. Jetzt holen wir mal das Reserverad und die Ja, Anlegung. Ich habe bei mir auch kein Reserverad drin, nur Karosserie und Rahmen. Ja. Und ich glaube, das macht dann den Crawler als schon was Spezielles aus, weil ich mit dem Gewicht, was ich unten drunter habe, mit allen anderen Teilen, da habe ich schon einen extrem niedrigen Schwerpunkt. Ne? Und theoretisch kannst du fast das Lackieren ersparen. Wenn du sagst, du willst einen Weiß lassen, weil du Kratzer kriegst, kannst du das Lackieren ersparen. Also. Ja. Da kommen dann auch die Reihe der Aufkleber besser. Also wenn ich den das als genau. Vielleicht mache ich den als Version für G6, wo ich mitfahre. Machen wir den in der Version. Ja. Machen wir den weiß, machen wir den unplugged. Ja, ansonsten kannst du den normal lackieren, wie jeden anderen Hardbody. Genau. So, mit dem Primer drauf und gut ist. Was jetzt, weil ein paar haben mich angesprochen und gesagt, Mensch, stell mal die Karosserie ein wenig detaillierter vor. Was man hat, ist hier außen nochmal Befestigungsschrauben, die einfach notwendig sind, damit ich das hier dementsprechend mit dran bekommen. Das heißt, ich muss hier einfach nochmal ein Teil schrauben. Das sind ja zwei getrennte Komponenten. Das eine ist Fiberglas, was extra gefertigt wird. Das andere ist der Rahmen, der gefertigt wird. Und die beiden Komponenten, die muss ich halt zusammenbringen. Okay. Das ist klar, dass
ich da gewisse Abstände aber und geliefert wird das so, wie er jetzt der hier wird, ist. Genau, der wird so geliefert. Okay. Also auch das einzelne, die einzelne Karosserie, die wird so geliefert. Und mit hinzu kommen dann die Zubehörteile. Okay. Ja, das heißt, das ist das eine. Jetzt bauen wir das einmal ein wenig auf. Ja. Das ist die Nummer 11. Scheibenfeinsätze. Jawohl. So. Windschutzscheibe. Das ist die Windschutzscheibe. Ja. Oh, voilà. Okay. Die wird. Da ist aber Folie drauf. Jetzt einmal. Das ist die Windschutzscheibe. Die wird. Genau, so man unten geschraubt und oben dann umgebogen. Ja, genau, ja. Und da ist auf der Folie ist aber Schutzfolie drauf. Ja, ist also Schutzfolie drauf. Ja. Okay. So. Und für alle Freunde eines gepflegten, nimm's in die Hand, eines gepflegten Lenkrades. Boah, Metalllenkrad. Also ich glaube, man muss eins machen, man muss einfach das Lenkrad an sich muss man kaufen. Ja? Hier, da, schau's mal an. So, und dann wird nochmal festgeschraubt. Ja. Okay. Und dann, ja. Okay. Und dann haben wir Schalthebel. Zwei Schalthebel. Upsala. Ich kann die Kamera aber auch abnehmen und das hinhalten. Halt. Dich leichter tust. Die Schaltknüppel, ne? Die Schaltknüppel. Sind die auch aus Metall? Ja, logisch. Das ist auch aus Metall. Alter. Zum Schrauben, kein Plastikding, was abbrechen kann. Hey, edel. Das habe ich noch nicht gesehen. Da brauchst du nichts lackieren, das kannst du so lassen. Das kannst, ja. Also das Einzige, was man lackieren darf, ist der Rahmen von der Windschutzscheibe. Aber ansonsten. Den können wir dann hier schon mal. Das musst du eigentlich gar nicht, oder? Den bauen wir jetzt da mal so ein bisschen. Den Rahmen musst du nicht lackieren, theoretisch, oder? Ja, ich finde es. Das sieht aber genauso wie das andere. Ja. Ja, okay, kannst du schwarz machen. Kannst, ja. Kann man schwarz machen. Aber du kannst den Rahmen auch weglassen im Prinzip. Fenster, ohne Fenster fahren, ne? Ja, wenn es der Fahrer aushält. Ja. Also ist ein Highlight, oder? Ja, das ist doch. Cool. Also, was ist denn das? Denn? Die Scheinwerfereinsätze? Nee, das ist für die. Ja, das große da meine ich. Ach, das da hier, ja. Das ist echt fett. Jeder mal schauen, was ist das bitte? Ja, da kriegt man einfach mit, dass die Jungs, der hat halt in seiner Werkstatt, der fräst halt alles. Das ist die Möglichkeit, wie der halt bauen kann. Und wenn der fräsen kann, dann fräst der halt. Sag mal, die Scheinwerfereinsätze, das ist Aluminium. Also ist wirklich ein Reflektor auch entsprechend drinnen. Glasscheibe mit dazu. Und die schraubst praktisch dann von außen so fest. Ja? Und ich würde sagen, die Glasscheiben, die werden mit dem Laser ausgeschnitten, oder? Wenn ich das so am Rand anschaue. Ja. Die werden praktisch dann mit dem befestigt. Das ist von hinten, das andere ist von vorne. Genau. Ne? Die schraubst du praktisch von hinten so rauf. Reflektor hier rein. Ich sag's dir noch in die Gerald, bitte. Nee, und also nicht rein. Der kommt hier rein, sitzt hier fast genau drinnen. Und dann? Wird der festgeschraubt? So, dann habe ich den hier sitzen. Und dann? Kommt der hier rein? Kann man reindrehen? Und dann kann man den rückseitig. Ups, jetzt wird schwierig. So. Rückseitig befestigen. Cool. Also. Das ist wirklich. Vor allem, da kannst du auch wirklich eine fette LED reinpacken. Weil. Da kann nichts schmelzen. Nee, da kannst du Nacht fahren, da kann man, kann man Gas geben. Das ist echt Hammer. Also für so einen, in Anführungsstrichen, wie es beim Schiff heißt, ne, so ein Beschlagsatz mit allem drum und dran, wo du bei anderen eine Plastiktüte kriegst mit irgendwelchen Teilen, da ist das hier schon mal eine andere Qualität und ein anderes Kaliber. Und wenn man das Ganze dann mal sieht, schaut ja
Drehleuchte. Als Einzelelement, das relativiert dann auch die Preissache. Ne? Das ist ein ganz anderes Niveau. Also wenn du überlegst bei dem einen oder anderen Hersteller, wo es dann die einzelnen kleinen Lampeneinsätze da für 18 Euro das Stück mit einkaufen muss, da hast einmal dein Fahrzeug, hast du beleuchtet, da bist du 100 Euro los, bloß dass du andere Lampeneinsätze hast. Das stimmt, ja. Aber das ist schon... Nee, und vor allem, das ist wirklich alles gefräst. Ja. Also das finde ich natürlich schon... Ja, das ist mega. Hat was, ne? Das Metallring. Ja. Und ich kann die auch einzeln bestellen, das weiß ich. Okay, cool. Ja, also, dann haben wir hier noch ein schwereres Packerl, ein schwer. Fahrersitze. Jo. Wirklich. Kein irgendwie Plastik. Schon Plastik, Kunststoff, aber wirklich robust. Schalensitze. Auch ein schönes Grundgewicht. 12er Standard. Da willst du einfach nur. Also schaut euch das mal an, da will man doch einfach nur ganz schnell Lichter einbauen. Das ist doch ein absoluter Traum. Das haut mich jetzt echt um, das hätte ich nie gedacht. Da bin ich jetzt positiv überrascht. Da erwartest du normalerweise irgendein Plastikspritzbusteil. Ja. Ne? Aber da sieht man, das ist. Halt schon was anderes. Also, der Fahrer passt auch fast rein, muss nur vielleicht die Füße kürzen. Ja, gut, wer muss das nicht, ne? Ja. Aber. Noch Füße kürzen, gut ist. Ja. Cool. Edel. Coole Sache, also zwei Sitze drinnen. Das ist das ganz gut für die Batterien, nehme ich an. Ja. Jawohl, genau. Die zweite Schalensitze, aber das greift sich irgendwie so wertig an. Oder? Das ist, jetzt schauen, was der wiegt. Das ist nicht gedruckt, das ist gegossen oder irgendwie, das ist voll. 50 Gramm, das Sitz. Da haben wir wieder schönes Gewicht im Boden. Ne? Ja, und du weißt, der Sitz ist ja Sicherheitsmerkmal, ne? wollen wir nicht irgendwie den Fahrer in Risiko bringen, ne? Dass der dementsprechend ein Problem kriegt. Sauber, ne? Ja. Sauber. Ja, und hier auch schon vorbereitet für Lichtmontage, wenn man Lichtset hat, dass man das dementsprechend einklipsen kann. Genau. Ne? Also, ja, super. Und ansonsten hat man schnell was geschnitten, je nachdem. Und ja, auch hier die Lichtsets hast du immer dabei. Ja, und vor allem, ich meine, das muss man schon mal zeigen. Ne? Das ist, wenn man mal, ist da irgendein Zeiger? So, schaut euch das einmal an. Da ist die Nut für die LED ist schon vorbereitet, dass die hier reingeht. Cool. Das ist einfach durchdacht. So, jetzt müssen wir mal eins machen. Jetzt müssen wir das Auto mal umdrehen. Das müsst ihr mal schauen, jawohl. Das will ich probieren. Ja, probier mal aus. Ja, der geht bündig rein. Das ist LED, geht wirklich bündig rein. Das ist genial auch, ja? Cool. Das hat Stil. Hat was, weil das hat nicht jeder. Nee, so. So, jetzt haben wir eins, haben wir noch nicht. Was? Der Reserverad? Das ist der Reserverad. Und das ist nämlich auch eine sehr schöne Sache. Das hat mich begeistert, als ich das schon auf der Spielbahnmesse gesehen habe. Ja. So, hier ist jetzt der KTR. Wie du festgestellt hast, ein vollwertiges Reserverad. Ja. Mit vollwertiger Verkleidung. Ja. Und das ist die Halterung. Ja, cool. Die hier. So, jetzt müssen wir das vielleicht mal. Das fällst du mal so dann. Ja. So. Das heißt, die wird hier montiert.
die montiert und die kann ich dann hier dementsprechend hinten einrasten lassen. So, so kommt die rein. Okay. Raste die ein und dann kann ich das hier mit den Schrauben fixieren. Dann liegt da schräg das Reserverad drin und ich kriege hier hinten einen kompletten Hardcase 2S Standard Akku rein. Ja. Und der dann auch sauber verdeckt ist. Ja, und das ist cool. Von der Optik her ja. Hat es natürlich dann, hat es schon was. Ne? Ja. So. Schaut cool aus. Hat was, ja? Hat absolut hat was. Was ja? Wirklich cool. Genau, man könnte das praktisch mit Flügelmuttern oder so machen. Oder? Ja, genau, ja. Also das, je nachdem, wie ja. Man es will, aber man ja. Muss es nicht, weil ich kann hier unten schieben. Ne? Also kommst genau. Du sogar, bekommst du dann mit Klettern zumachen? Da kannst du hier, kannst du, machst du das einfach an dem, ja. Da kannst du festkletten. Ja. Okay, das. Cool. Ja. Also das Ding hält was aus. Schaut wirklich bombig aus. Richtig sieht man das ja schon, das fertige Bau, die Details drauf sein, dann... Ja, zwei Sachen, also ich meine jetzt... Bumper mal. Ist auch genial, ja. Also... Ja, kann ich vorne hier dementsprechend gleich mit Winde arbeiten, die Winde... Hey, das haben wir gerade gesagt, da kannst du da hinten die Winde montieren. Winde kann ich montieren. Aus die Löcher für die Seilwinde, die kannst du da vorne durch rausführen praktisch, da ist schon am Platz, da kaufst du einfach das Windenfenster, das gibt... Was vorne reinsetzt. Ja. Bumper schaut auch edel aus und ist nicht im Weg bei den Reifen wie bei manchen Autos, wo der Bumper dann da unten ist und du stehst bei jedem Felsen an. Genau. Also im Prinzip ja. Machen wir es einmal so. Das ist, so stehst du mit dem Bumper im Prinzip nirgends an. Ja? Das ist ein lower Setup. Ja. So. Meine wird so aussehen. So gerade, dass die Reifen nicht anstehen. Ja, so ein ja. Drop-off. Ja. Ups. Und Find hat schon was. Also das ist im Gelände, das ist wirklich einen kurzen Überstand vorne, ja. Hinten auch einen kurzen hinten Überstand, ja. Und ich glaube, man muss eins sagen, jetzt, also ich weiß, dieses Jahr auf der Spielwarenmesse ein bisschen geguckt, was so an Innovationen da ist. Da kann ich ganz klar sagen, keine einzige. Nee. Das war das einzige von TFL, die ja. Wirklich mal ein Fahrzeug präsentiert haben. Alle anderen ja, stehen in der Warteschlange, da soll ja. Was kommen. Traxas ja, hat jetzt einen mit rausgebracht, aber ja. Da bin ich der Meinung, der ist einfach ein bisschen zu groß. Ja. Und ja, also wenn man die dann einmal von der Qualität her mit vergleicht und alle wollen ja wirklich ein Kit haben und das ist jetzt mal eins. Und, na, vor allem dieser neue Weg, einfach mit dem Glasfaser aus, ich denke, das ist ja. Sicher extrem robust, ja. Und von sag ich mal, ich weiß nicht, aber ich denke mal, dass Glasfaser sicher robuster ist wie ABS-Karosserie. Ja. Ja, ja. Weil es ist. Ja, das ist. Ja, und wenn es einmal klemmt, dann kann ich es halt auch als Glasfaser, kann ich es halt auch mit den üblichen bekannten Mitteln, yeah. Kann ich es dann reparieren. Genau, ne? Genau. Dann, ein wenig Harz und... Jo. Cool. Jo. Und du kannst dir sicher machen, dass du sagst, okay, du schneidest dir das aus, die Motorhaube, und machst du schon eh rein zum Aufmachen. Wenn du sagst, du willst das Kelig bauen mit dem Frontmotor, da reinschauen kannst. Ja, natürlich. Kannst du sicher machen. Würde ich sagen... Dann war es einmal fürs Unboxing. Jawohl. Und wir schauen jetzt mal weiter. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Es gibt demnächst einen Blogbeitrag dazu. Den verlinke ich dann unterhalb, wo wir alles noch fotografieren. Da auch die Information, Bezugsquelle, wo ihr das Ding kaufen kannst. Wie viel kostet das Kit jetzt? Der wird 690 kosten. 690. In der Anfangsphase. Ja? Und dann müssen wir mal schauen. Momentan, Dollarentwicklung ist halt immer noch so ein Thema. Ja, aber 690. Weiß man nicht, aber was, der Axial kostet auch um die 500 Euro irgendwo. Ja. Und du hast wirklich ein Unikat. Das ist ja. Fast handgearbeitet. Du hast wirklich tolle Felgen dabei schon. Die Reifen sind viel auch genial. Ja. Laserforms kriegst du kostenlos dazu. Logisch. Ja. Ja. Hast du ein tolles Interieur gleich, wo du sagst, okay, ich habe vollkommen Fahrer reinsetzen, Beifahrer, habe eine tolle Lösung hinten für den Akku hinten, das viel Gewicht vorne, eben durch den Frontmotor. Also es ist komplett durchdacht, ich ja. Kann, mach Licht dran und, ja, fertig. Und fertig ist ja. Es. Und auch ein extrem robustes Auto. Ja? Ja. Ja. Und wenn man denkt, okay,
Das heißt, kauft man sich so ein Axial, kostet 369 oder was, ne? Dann denkt man, was du alles für ein Tuning-Zeug kaufen musst. Ja. Ja, sei es CVDs, sei es Metallantriebswellen, sei es High Clearance Knuckle, sei es C-Hubs aus Metall, weil das sind ja Plastik. Ja. Dass du halt mal das Gewicht auch nach unten reinkommst. Genau, genau. Dann und bist du auch bei dem Preis. Ja. Dann bist du schnell, ja. Und von dem her ist es einfach gesagt, okay. Und ja, es ist halt auch mal was Eigenes, ne? Ja. Das kommt auch noch mit dazu. Ne? Was nicht jeder hat, ja, so schnell, ja? Ja. Ja. Also wenn ihr doch Fragen dazu im TFL habt, dann späterhin einfach Mittel anchecken. Crazycrawler.de ist die Webseite. Auf Facebook gibt es auch eine entsprechende Seite. Natürlich. Verlinke ich auch alles dann im Blogbeitrag. Fragen einfach Michel checken, ja, hilft euch doch da gerne weiter. Und ansonsten sage ich jetzt einmal danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch da lassen. Wenn ihr Fragen habt dazu, Kommentarfeld unten einfach reinschmeißen, was ihr Fragen habt. Und wir werden das dann umgehend beantworten. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke Michael auf jeden Fall nochmal für den Besuch. Ja, gerne, gerne. Also fast, wie lange bist du gefahren? Ja, ich habe einen kleinen Umweg gemacht, aber ich gestern fast den ganzen Tag im Auto gesessen. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass wir es heute gemeinsam vorstellen konnten. Ja. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.